Hallo ihr Lieben, ihr habt angefragt, ob ich euch eine Wochenendmorgenroutine drehen kann und das habe ich nun auch endlich gemacht. Ja, schaut es euch einfach an. So, ich schlafe natürlich bis immer so um 19, wie jeder andere Mensch auch am Wochenende, etwas länger als wenn ich Schule oder Arbeit habe. Dann setze ich als erstes meine Brille auf und dann bleibe ich meistens im Bett liegen. Einfach, ich bin dann einfach vor meinem Handy, schreibe mit meinen Freunden oder meinem Freund, was so ansteht heute. Und dann checke ich natürlich meine Social Media Accounts. Ich checke YouTube auf meinem Handy, genauso wie mit Instagram, Twitter, Facebook und das alles. Und dann nehme ich mir meistens eine Zeitschrift oder ein Buch und lese dann einfach noch so eine halbe Stunde oder so, einfach zur Entspannung, da ich das sonst nie machen kann. Und ja, so mache ich das auch im Urlaub. Also ich lese dann immer ganz gerne die Zeitschriften oder das Buch. Und ja, dann, wenn ich fertig gelesen habe, stehe ich dann natürlich auch auf. Das ist, ihr seht mich gerade immer noch lesen. Das dauert Ewigkeiten natürlich, wenn man liest. Und ja, dann stehe ich auf und nehme natürlich gleich eine Dusche. Und da ihr meine Duschroutine schon in meiner Morgenroutine für die Schule Arbeit gesehen habt, habe ich das einfach draus gelassen. Und dann habe ich einfach mein Outfit angezogen. Der Pulli ist von Topshop, die Leggings von Zara und die Socken von Forever 21, glaube ich. Ja, so sehe ich dann aus. Und ja, dann putze ich natürlich meine Zähne, was man natürlich täglich tut und ihr auch schon bei meiner anderen Morgenroutine gesehen habt. Wenn ich dies dann getan habe, dauert dann immer ein bisschen, weil Zähneputzen dauert ewig. Meiner Meinung nach, obwohl das nur 2 Minuten oder so sind, kommt mir das vor wie 10, 15 Minuten auch. Nicht gerade angehauen. Und dann benutze ich von Lush so eine Augencreme. Einfach, dass meine Augen wach sind und genug Feuchtigkeit haben für den Tag. Und dann benutze ich noch das Eudetermal oder so wie das heißt. Das ist auch eine Gesichtscreme, das ist so eine Ski-Gesichtscreme, die hat Sonnenschutz 50 plus mit drin und eine etwas stärkere Pflege für den Winter. Das finde ich jetzt auch sehr passend und dann benutze ich noch von Baby Lips den gelben, einfach um meine Lippen ein bisschen zu pflegen. Dann mache ich meine Haare auf und die sehen immer so aus, dann trockne ich sie nochmal nach und dann kämme ich sie mir natürlich gleich durch. Und ich sehe immer so schrecklich aus, wenn meine Haare noch nicht gekämmt, durchgekämmt sind. Dann, wenn ich sie durchgekämmt habe, kommen wir natürlich zur Pflege von meinen Haaren. Da benutze ich als allererstes, wenn ich die durchgekämmt habe, mein L'Oréal Paris Elle Vital Anti-Haarverlust Spray. Massiere mir das dann in meinen Haaransatz rein und dann benutze ich ein Macadamiaöl für meine Haarlängen, einfach um sie ein bisschen zu pflegen. Und das föhne ich dann natürlich ein. Und hier seht ihr das Allercoolste. Meine Haare sind trocken und ich bin geschminkt. Wie immer werdet ihr auch, wie bei der anderen Morgenroutine, meine Alltags-Make-up unten in der Infobox finden. Und dann mache ich natürlich mein Rollo hoch, das Licht aus. Und dann räume ich natürlich mein Zimmer auf, dass dann, falls meine Freunde oder so kommen, es einfach ordentlich hier aussieht. Räume das iPad weg, die Kopfhörer, Kabel, Wasser, alles einfach weg vom Boden, da ich immer alles auf dem Boden lasse. Meine Zeitschrift natürlich, räume meine Klamotten auf und ja, dann mache ich erstmal mein Bett, weil ich das wichtig finde. Das macht meiner Meinung nach das Zimmer wirklich aufgeräumter und es dauert immer Ewigkeiten auch. Da tue ich erstmal so eine Decke drüber, dass sich da auch jeder hinsetzen kann, weil ich das irgendwie nicht mag, wenn Leute auf meiner Bettdecke sitzen. Ich weiß es nicht. Und dann tue ich noch so eine Kuscheldecke drüber, damit ich mich auch mal reinkuscheln kann. Und dann habe ich natürlich gefrühstückt. Und zwar so eine Rhabarber-Marmelade, einen Orangensaft, eine Mandarine, ein English Breakfast hier und ein Croissant. Und habe natürlich dazu mal die InStyle Januar gelesen. Und ja, das war dann auch mein Frühstück und dann geht's auch schon los mit dem Tag. So ihr Lieben, das war meine Morgenroutine. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja, gebt mir einen Daumen hoch. Und ich möchte nochmal ganz herzlich bei euch allen bedanken. Einfach,
Ihr macht mich einfach zurzeit so glücklich. Ah. Ja. Ich liebe es, für euch YouTube-Videos zu drehen und ich werde auch nie aufhören. Ich liebe es einfach. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr noch andere Videos sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und natürlich vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, was eure Vorsätze für 2015 sind. Das würde mich mal interessieren. Meine Vorsätze sind einfach mehr Sport machen und ein neues Projekt. Beziehungsweise ich will endlich anfangen mit meinem Lifestyle-Sachen. Beziehungsweise ich will DIYs drehen, ich will mehr Kochvideos drehen, ich will alles, was so mit Lifestyle zu tun hat. Ich will euch Bücher zeigen und ich will mit euch reden. Ich will euch kennenlernen, ihr wollt mich kennenlernen. Also wird es jetzt auch mehr Lifestyle auf diesem Channel geben. Also ich werde 2015 probieren, mehr Lifestyle-Videos für euch zu drehen und nicht immer nur Schmink- und Beauty-Videos. Also ja, ihr könnt euch auf einiges freuen. Ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und wir sehen uns dann am Sonntag zu einem neuen Video. Tschüss! I can't stop.